Hallo, liebe Jagd-, Natur- und Hundefreunde. Herzlich willkommen und ein kräftiges Weidmannsheil zu meinem zweiten YouTube-Video. Heute begleitet mich unsere jüngste Tali in das stadtnahe Niederwildrevier, in dem ich noch einen Erdsitz wieder aufrichten muss, unter anderem auch die Wildkamera neu ausrichten. Der Wind hat sie ein Stück weit verdreht. Außerdem möchte ich mit Tali auch noch einen Dachsbau in Augenschein nehmen, an dem ich vor geraumer Zeit einen Dachs erlegen konnte, um zu schauen, wie sich da der Dachs entwickelt. Für Talien, für mich steht demnächst die Begleithundeprüfung an, für die wir schon eine ganze Zeit lang trainieren. Dazu später aber noch ein wenig mehr. Schon auf dem Weg zu dem zu errichtenden Schirm hatten wir fantastischen Anblick. Drei weibliche Stücke Rehwild standen nahe der Autobahn an einer Waldkante und beobachteten uns eine ganze Zeit. Auch Tali und ich verweilten hier, genossen den Anblick. Doch irgendwann wurde es den drei zu bunt. Und sie machten sich dann doch relativ schnell aus dem Staub. Kaum waren die drei auf dem Sprung, folgten auch schon zwei Nachzügler aus dem Bestand. Immer wieder ein toller Anblick zu sehen, wie unser Wild sich hier entwickelt und heimisch fühlt. Eine Aufgabe während der Begleithundeprüfung ist es, den Hund abzulegen und sich dem Hund abgewandt zu entfernen und stehen zu bleiben. Eine nicht ganz so einfache Aufgabe für uns, die wir immer wieder üben und in den Alltag, aber auch in den Revieralltag versuchen zu integrieren. Während ich das Tarnnetz wieder herrichte, mir einen Überblick verschaffe, wo ich demnächst an dieser Stelle eventuell wieder Weidmannsheil haben könnte, habe ich natürlich Tali ein Stück weit immer im Auge und hoffe, dass sie heute tatsächlich mal liegen bleibt. Was sie tatsächlich auch wirklich sehr gut macht. Gleichwohl, ihr werdet es gleich sehen, sie kurz andere Pläne verfolgt und ich sie korrigieren muss. Und auch wenn der kleine Wirbelwind jetzt hier mal zeigt, dass er auch anders kann, gehe ich trotzdem freundlich, aber bestimmend auf sie zu, korrigiere sie und bringe sie erneut ins Platz. Und nachdem das Tarnnetz wieder hergerichtet ist, Tali immer noch sicher in ihrem Platz verweilt, mache ich mich ein Stück weiter auf den Weg zu der Wildkamera, die den letzten Sturm nicht gut verkraftet hat. Auch während ich hier die ganze Zeit die Wildkamera aufbaue,
in den Augen von Tali irgendwelche seltsamen, fiesen Matenten betreibe, bleibt sie sicher in ihrer Ablage liegen, was mich natürlich ein Stück weit stolz macht, aber auch für die kommende Prüfung wirklich sehr beruhigt. Tali hatte es sich mittlerweile gemütlich gemacht und selbstverständlich, wie es sich gehört, wird das Verbleiben der Ablage in dem Fall mit einem Leckerchen auch belohnt. Ihr seht es gleich an meinem Gesicht, wir haben uns nicht wirklich das beste Wetter ausgesucht. Sprühregen, Wind haben unser Unterfangen zu diesem Dachsbau zu gehen nicht wirklich einfach gemacht, aber ich möchte euch diese Bilder von dieser Dachsburg oder dem Dachsbau nicht vorenthalten. Schon ein ordentlicher Bau, der sicherlich über mehrere Jahrzehnte hier zu finden ist. Diejenigen von euch, die mir auf Instagram folgen, kennen dieses Bild. In diesem Jahr habe ich genau in diesem Bau meinen allerersten Dachs zur Strecke bringen können und freue mich noch heute sehr darüber. Weidmanns Dank. Mit diesen Aufnahmen von unserem kleinen Wirbelwind möchte ich mich von euch verabschieden. Ich wünsche euch eine gute Zeit, viel Gesundheit, den Jägern immer eine sichere Kugel, viel Anblick und ein kräftiges Weidmannsheil.